clever. Das ist der Moment, wo Andersson dann einfach mal einen aus dem Blauen rausknallt. Das war noch ein Spiel. Andersson. Gewesen zu sein. Auch das haben wir gerade eben schon gesehen. Andersson wieder mit dem Anschlusstreffer. Und Andersson jetzt der Mann für den Anschlusstreffer. Ja, die schaffen es gerade so kontinuierlich, die 2 plus zu halten. Andersson. Stuttgart hat sich wieder vorgespielt und jetzt schöne, gute Aktion von Lasse Andersson ganz allein gegen Gürbitz und auch den macht er natürlich 9 Treffer in einer Spielhälfte. Damit hat Berlin jetzt auch gerade in den ersten 5 Minuten ein bisschen Probleme. Andersson. Aber sie haben ja Lasse. Jetzt 2-stellig. 10. Treffer. Schafft es trotzdem, da durchzukommen. Und Max gefällt mir heute sehr gut. Und Andersson. Macht jetzt sein Trikotnummer voll. Nummer 11. Ja. Da ist die Brust ganz frei, da wird gerade alles rausgeschrieben, was irgendwie geht. Der hört halt auch nicht auf. U21 Weltmeister, wurde auch MVP gewählt. Jetzt wird aber wieder Lasse Andersson in Szene gesetzt. Macht das Dutzend voll. Andersson, nee, er macht selber. Also ich würde sagen, ich gehe schon mal. Unfassbar. 13. Treffer. Oh mein Gott, meine Stimme wird total hoch. Ich kann selber nicht glauben. Ah, bitte. Andersson. Und Andersson mit dem Abschluss. 13. Treffer Berlin und der 14. Ja, ihr hört richtig, der 14. Treffer für Lasse Andersson. Doppelt so viel wie gegen Lemgo.